Definitiv als Erfolg. Ich glaube, in der ersten Halbzeit wäre mehr drin gewesen. Haben wir eine sehr, sehr gute Reaktion auf den Rückstand gezeigt. In der zweiten Halbzeit hatte Dynamo schon mehr Spielanteile. Ärgerlich, dass in der letzten Szene dann, Ari den Ball nicht reinmacht. Das wäre so der entscheidende Punch gewesen. Aber ja, hier muss man erstmal bestehen und das haben wir heute. Ja, schön. Jeder weiß, dass ich unfassbar gerne hier spiele, dass ich hier viele tolle Momente in meinem Leben erleben durfte. Und ja, ich habe mich gefreut, dass wir hier spielen dürfen, dass wir so eine Leistung bringen konnten mit der Mannschaft und es war erfolgreich. Nee, das kann man so nicht sagen. Also Erleichterung, nicht spielen zu dürfen, die ist nie da. Also ich will jede Woche spielen, aber dadurch, dass die DFB jetzt das so angesetzt hat, nutzen wir sie, werden wahrscheinlich auch ein, zwei freie Tage bekommen, können mal durchschnaufen, ne? Aber ja, der Fokus ist schon wieder auf FSV Zwickau, beziehungsweise erstmal Pokalspiel gegen Eichstätt, das wollen wir auch unbedingt gewinnen, aber dann Zwickau und ja, von mir aus können wir jeden dritten Tag Fußball spielen. Ja, war ein kämpferisch anstrengendes Spiel auf jeden Fall. Wir mussten alle fighten bis zum Ende. Erste Halbzeit, fand ich, hat uns gehört. Da hatten wir ein bisschen mehr den Ball. Zweite Hälfte hatte Dynamo dann ein paar mehr Chancen, hatten dann trotzdem noch die Chance, das 2-1 zu machen. Haben es dann nicht gemacht und ja, deswegen verdient es 1-1. Ja, ich habe früher auch schon Linksverteidiger gespielt. Fühle mich auf jeden Fall auch wohl. Kann auf jeden Fall ein bisschen mehr mit nach vorne machen. Gefällt mir natürlich auch gut und ja. Ja, ist natürlich wichtig. Wir hatten jetzt viele Spiele in kurzer Zeit. Ist natürlich super, dass wir jetzt alle mal runterkommen können, durchatmen können und dann greifen wir zusammen nach der Länderspielpause an.